Bamu, Wurst und MP3, der lächerliche Scheiße. Ey, in der Namensvergabe bist du gar nicht mal so gut. Du hast die Kreativität von einem Malen nach Zahlenbuch. Sich an der JCC zu inspirieren war schon mega fresh. Und als nächstes kommt dann das in 7 Monate Rap. Klau mal bitte Taktgefühl, klau mal bitte Rapskill. Klau mal bitte nichts, was im Battle dann wieder weg ist. Denkst du wirklich, du kannst das? Ey, ich frag mich das echt. Ja, bin ich's Vater, komm zurück und zeig dir, wie man rappt. Ey, beim Poetry Slam musst du nichts krampfhaft in die Zeile packen. Denn das allein beweist, du kannst Rap eigentlich auch sein lassen. Und das Endresultat deines peinlichen Stuss klingt, als ob du ein Buch liest und in der Zeile verrutschst. Du lässt dich von Super anmischen, Digga, mir wär das peinlich. Doch passt das ziemlich gut, denn schlecht rappen könnt ihr beide. Das erfordert Ahnung über Harmonien und Musik. Und du gehst zu jemandem, der halt selber nicht mal gut klingt. Und auch besser ist, du traust dich selber nicht zu zeigen und kickst dann ne ganze Runde über Äußerlichkeiten. Auch die Runde gegen Binnig, ach du ekelhafter Hund. Mit mir Screenshots von DMs als Wörter aus deinem Mund. So widerlich, Digga, du bist der Pokémon-Typ Gift, der jedes Battle verliert, obwohl er übertrieben schwitzt. Ey, du Unratütox, kannst zwar sicher aus dem Battle fliehen. Du bist zwar nicht behindert, aber auf dem Takt zurückgeblieben.